Guten Morgen, liebe Leute. Wie geht's uns denn heute? Kommt es heute Sonntag? Gestern frei. Heute ist Sonntag, weil gestern frei war? Nein, ich hatte frei. Genau, für Malis. Für mich ist heute Samstag ein reiner Arbeitstag. So, wo sind die? Verschieden sind die Arbeitstage. Arbeitstage, die ja im Grunde genommen, also bei mir Arbeitstag, bei ihr Urlaubstag. Freizeit, Faulheit, warte doch mal, also Faulheitstag. Ja, da lacht so, ja, das Kind. Fakt ist, die Internetverbindung ist tatsächlich immer wieder lahm. Und es dauert lange, das hochzuladen, aber das ist mir jetzt egal. Ich werde jetzt ohne mehr großartig darum probieren. Wenn es funktioniert, funktioniert. Ansonsten muss ich das halt, dauert 2 Stunden ungefähr, so ein 20-Minuten-Video hochzuladen. Du musst mal anrufen bei Kabel Deutschland, also bei Vodafone, müssen wir wieder anrufen, weil die Leistung, die sie uns verkauft haben, haben sie noch nie geliefert. Noch nie. Du musst die Rechnung bezahlen. Na, passt ja. Wir zahlen die Rechnung nicht, nämlich weil sie nicht die Leistung liefern. Dann müssen wir, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat noch nie geklappt, also noch nie war die volle Leistung da. Und das seit einem Jahr jetzt schon. Aber was quälen wir uns mit dem Scheiß rum? Naja, das muss nicht sein. Mama lacht hoch. Was gibt es denn Süße zum Frühstück? Na, da steckt der Finger drin. Ich habe nämlich einen gekauft extra für dich, was ich sogar noch umgeöffnet habe, obwohl sie schon eine Weile im Kühlschrank steht. Darf ich sie aufmachen? Darf sie auch probieren? Darf sie auch probieren, hat sie gesagt. Probieren. Probieren, so süß. Probiere. Ja, Papa macht dir bestimmt ein bisschen was aufs Brot. Das ist Marmelade. Oh. Danke schön, Christian. Dann probieren. Ja. Probieren. So. Probier mal, ob das schmeckt. Weiß mal ab. Oh, okay, Pirche. Ja. Na, das schmeckt ja gut. Das war ein voller Erfolg. Jo, Samstag, wieder Putztag. Mach ein bisschen klar Schiff hier. Einmal durchfegen. Und einmal durchpusten. Fängt ja ruhig an, ist ja keiner da. Eine kleine Aufgabe für heute Morgen ist hier, das habe ich jetzt schon gerade gebogen, das war total verbogen. Für den nächsten Winter vorbereiten. Anschleifen. Und einen neuen Stiel ansetzen, aber erstmal löse ich die alten Teile. Ja, sowas mache ich auch. Das liegt halt schon eine ganze Weile hier rum und muss jetzt mal gemacht werden, deswegen, ja. Immer wenn mal Zeit ist, zwischendurch ein paar Kleinigkeiten müssen dann auch gemacht werden. Ja, okay, ist einfach abgebrochen. Das ist das alte Müll, ey. Ach, das taugt alles nicht. Ätzend. Jetzt schleife ich den Grat hier runter. Ganz kurz. Darf nicht lange dauern, so was. Ist halt. Hippie, meine Kinder sind wieder da. So. Der erste Auftrag heute, also das ist ja wirklich schleppend. Das ist ja schon echt spät jetzt. Das Kette spannen Fetten, auch noch was total Kleines. Weil die hängt hier ein bisschen durch. Bevor wir Ernst aufgenommen haben, nehme ich das einfach mal auf. 15er Schluse. Lösen. Lösen eine Seite, lösen andere Seite. Zurückdrücken. Und festziehen. Tja, Kette spannen. Jetzt ein bisschen entrosten, entfetten. Jetzt entrostig mit einer Drahtbürste, ganz simpel. Hallo! Nach
Nachdem ich das gemacht habe, muss ich ihn ein zweites Mal spannen, weil den Rost, den ich jetzt runternehme, der hat natürlich dafür auch gesorgt, dass die Kette so ein bisschen sich zusammenzieht, versteift. Jetzt wird sie gerade wieder locker. Und nach dem Fetten wird sie nochmal lockerer, wenn man ein paar Mal durchdreht. Und dann spannt man sie nochmal. Deswegen kostet das Ganze auch ein bisschen Geld. Also ja, ein bisschen Geld. Das kostet 8 Euro. Kette, spannen, fetten und erneut spannen. Da nehme ich 8 Euro für. Also nicht die Welt. Und mit Sicherheit kann man das auch alleine machen. Aber die meisten wollen das ja nicht alleine machen. Die wollen das gerne abgeben. So, jetzt habe ich erstmal WD-40 drauf, also sowas in der Art. Das Brunox, das Jute, wo ist das? Ist ja nicht leer. Da. Doch hier. Man dreht ein paar Mal durch. Ich drehe durch quasi. Kommt mal da hin. Besser. Ja bitte, ich komme. Oma auf, die komme. Na, das war genug Zeit zum Einwirken. Jetzt hängt es schon wieder richtig. Wahnsinn. Jetzt wird gefettet. Und das Überschüssige nehme ich wieder weg. Seht ihr überhaupt was? Naja, Kette sieht gut aus auf alle Fälle, aber muss wieder gespannt werden. Ne? Ja, hier. Ja, jetzt läuft schon wieder viel zu lange. Jetzt kotzt mich an. Ich bin fertig übrigens, habe ich dir gesagt. Kette ist gespannt. Ich glaube, ich habe es festgezogen. Ja. Tretlagertausch, BBF. Modell Oslo. Oslo. Hier. Da ist auch schon der Lagerring. Hier. Richtig schön breit gewalzt. Tretlager. Sicht. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Gucken, ob die Akkuladung reicht. Ohne Kommentar. Einfach nur zuschauen. Beim Wechsel.
nicht mehr vorhandener Lagerring. Was ist der Rest? Na, nur mal zum Zeigen. Keine Kugeln mehr da. Das ist ja eine Erholung, der Tretlagerwechsel hier. Gegenüber dem letzten. 2 Stunden lang. Wahnsinn. Komplett kaputt. Einmal neu. Fett. Ach, und wieder.
Ja, Mensch, was bleibt zu sagen? Ich bin fertig. Tretlager ist drin. Alles schick. Mann, ein Stress dauernd unterbrechen. Aber egal. Na, gucken wir mal. Raumzucker von Oma. Geil, Leih am Anfang, erste Annonce, für 260 sogar, ich werde irre. Aber das ist halt nicht Berlin. Wenn du Berlin guckst, sind sie alle Grand Winner, Rennrad. Da muss man natürlich den Griff umbauen, aber du siehst die Rahmenhöhe, stimmt. Ja, ihr wart. Ja, Rico. Danke. Genau. Scheint, jetzt bin ich jetzt mit der hier. 65 Rahmenhöhe, genau. Der war. 450. Danke. Guck dir das an. Der hat nämlich alles, was du brauchst. Der hat vorne, das fand ich ideal für dich. Also wenn ich das mal so sagen darf. Der hat alles, was du brauchst und das Ding ist wie im Neuzustand. Der hat vorne den Gepäckträger, also richtig Dreiserad. Eine große Rahmenhöhe. Du hast die vernünftigen Bremsen dran, die an der Gabel an der Seite dran sind. Der, klack, klack, was du. Der hat diesen Dynamo hier unten drunter, genau das. Den Walzendynamo. Walzendynamo, genau das, genau, cool. Gut, ich schwöre dir, das fährt sich sogar geil. Vielleicht das Einzige, wenn die Gummis original sind, würde ich die tauschen. Wie gesagt, 92er Originalzustand. Genau. Tommy wechselt einen Schaltzug. Yeah, yeah, yeah. Okay. Schaltzug ist gewechselt, aber der Schalter fällt auseinander. Hier. Den schrauben wir mal auf. Mit entgegen der Drehrichtung, entgegen der eigentlichen Richtung festgezogen. Hier, die Mutter ist locker. Fertig, haben wir. Danke, lieber Fahrradladen. Jetzt geht der immer weiter hier. Naja, irgendwo ist auch Ende. Ja. Sehr schön, schöne Bikes hast du. Ja, super schön. Ich kann echt, das hinten aus Titan. Ja. Oh, das haben wir gerade gesehen. Nein, du kannst auch einen vierten Stock tragen. Also, es muss einen vierten Stock tragen, tatsächlich. Das ist sofort weg. Ja. Ja, stimmt. Danke dir. Ja, bitte, bitte. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao. Sehe ich alles im Internet. Wir haben alles im Internet. Steiger, Rennrad, Hinterrad, platt. Schauen wir mal, ob es schnell geht. Oh. Die Achse ist kurz vorm Brechen. Oh Mann, ey. Das passiert, wenn mal zu viel Zug drauf ist und natürlich das Alter. Hier, könnt ihr das sehen, wie das eiert? Die ist kurz vorm Brechen. Die zieht sich dann nach vorne, verbiegt sich dann irgendwann und das war's. Achso, jetzt verstehe ich. Ja, Steckrad, ne? Ja! Oder so. Jetzt sehe ich es erst. Hi! Ja, hi! Ja, aber. Man kommt nicht weiter. Check. Frühjahrscheck. Kein Geld oder was? Ein Frühjahrscheck. Ist ja fast ein Neurad.
Dürfte nicht so viel sein. Ich pumpe die Reifen hier als erstes auf. Kettenspannung und fette Fetten. Lichtcheck funktioniert. Hey, Lumi. Ich okay. Deswegen habe ich auch meinen Helm mitgenommen. Ja, das hast du gut gemacht. Ja, das finde ich super. Papa, weißt du, was ich mir überlegt habe? Wenn ich groß bin, dann will ich so ein großes Fahrrad haben. Ja, naja, dann kriegst du auch ein großes. Aber das soll auch so gleiche Farbe haben, aber so eher... So vielleicht würde Vierecke oder Form haben. Okay. Ist egal, außer wenn du pink hast. Das muss sein, ja? Mhm. Pink und sonst die Mustern sind egal. Ja? Okay. Ich ein bisschen größer werde, wenn ich so Geburtstag habe. Ein Papa, das voll komisch. Wenn man so groß ist und nicht mehr wachsen kann, dann hat man trotzdem noch Geburtstag. Ja, man wird aber ja... man wächst nicht mehr. Nö. Man wird immer ein Jahr älter. Immer und noch ein Jahr. Aber ihr könnt nicht mehr wachsen. Nee, wir können nicht mehr wachsen. Wir schrumpfen wieder. Ihr seid kleiner, bis ihr alte Opis. Leute, wieder mal ein Hollandrad. Und was für eins. Ein richtiger Klumpen einer Gazelle. Natürlich. Populär. Mit allem dran, was man als Zubehör haben kann. Ja, ich schau mal, wie schnell ich das schaffe jetzt. Er hat mich darum gebeten, das schnell zu machen. So, es ist bestimmt schon nach 9 Uhr. Ich mache jetzt Feierabend auf alle Fälle. Meine Tochter guckt noch ein bisschen. Ja, genau. Und ich packe jetzt zusammen und wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns am Montag auf alle Fälle wieder. Morgen gibt es natürlich auch ein Video. Also bis dann, macht's gut. Ciao. Wir sehen uns.